Mahlzeit. So, Teil 4, wir arbeiten dran. Wir sind wieder am Schrauben an unserem W212. Es geht weiter im Innenraum. Wir bauen wieder ein paar Sachen ein, ein paar Sachen aus und ändern so ein bisschen was, was wir da genau machen. Und ja, wie anstrengend die ganze Scheiße ist, seht ihr nach dem Intro. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder weiter am Tag dabei und zwar fangen wir jetzt an hier. Wir haben schon das Radio raus, die Lüftungsverkleidung raus. Ich habe jetzt das Handtuchfach schon raus, das liegt hier unten. Und wir wollen jetzt für heute das Armaturenbrett abbauen. Da haben wir noch so ein bisschen was vor, das machen wir jetzt. Aber sukzessive geht das jetzt los. Jetzt bauen wir hier Kombi-Instrument aus. Wir haben das Display schon raus. Die Lüftungsdüsen, den Lichtschalter. Oh, so langsam kämpfen wir uns ran. So, es geht voran. Lenkrad ist raus. Jo. Die Blinkerhebel und der Multifunktionshebel ist raus. Ja, jetzt geht es weiter. Müssen wir gleich noch mal im Werkzeug holen, weil ich da hinten mit meinem Torx-Werkzeug nicht reinkommen, um das Kombi-Instrument zu lösen. Oben habe ich die beiden Schrauben schon gelöst. Da muss ich mir gleich eben Werkzeug holen aus der Werkstatt und dann geht es da auch weiter. Und dann wollen wir so langsam anfangen, die Schrauben vom Armaturenbrett zu lösen, damit wir das Armaturenbrett rauskriegen. Es geht voran. Jetzt wollen wir noch hier so die letzten Kabel lösen, ne? Zum Beispiel Airbag-Kabel, weil hier überall Airbags unter den Armaturenbrettern sind. Und drehen hier eine Schraube nach der anderen raus, damit wir das Armaturenbrett gleich lose haben. So, es geht los. Armaturenbrett ist lose. Jetzt fangen wir langsam an, das rauszuhebeln. Alle Kabel gelöst. Kombi-Instrument haben wir raus. Deshalb, jetzt fliegt das alte Armaturenbrett hier raus. Und dann gucken wir mal, wie es gleich weitergeht. So, Armaturenbrett ist raus. Sieht wild aus. Aber jetzt geht es gleich darum, das neue, schöne, belederte Armaturenbrett wieder einzubauen. Oh, hier ist das alte Armaturenbrett. Und da das neue, schön mit Leder bezogen. Und das hast du bei dem alten halt nicht. Ne? Da ist halt alles nur rein Plastik. Das sieht nachher schon schöner aus. Ja, so sieht das denn hier auch von der anderen Seite aus. Chaos im Augenblick, aber das werden wir gleich bewältigen. So, das Armaturenbrett ist auch wieder drin. Lenkrad mit einem neuen Airbag. Kombi-Instrument. Das neue Armaturenbrett schön festgemacht. Vorne haben wir jetzt auch schon die Teppiche wieder drin. Ja, jetzt kommen hinten gleich noch die Teppiche. Und es geht so ganz langsam voran. Aber selbst der neue Airbag sieht schon gut aus. Und das schöne, belederte Armaturenbrett macht schon eine ganze Menge her. Es nimmt Formen an. Wir haben den Teppich schon wieder drin. Ich glaube, der sieht sehr gut aus. Da war ich jetzt gerade schon mit meinen Füßen wieder drin. Das ist ein bisschen dreckig, aber das kann man nachher noch raussaugen. Ansonsten sieht er fast aus wie neu. Wirklich sehr gut geworden. Mittelkonsole, die neue, ist auch schon drin. Radio drin. Ja, es wird. Untenrum wird es jetzt schon so langsam. So, mittlerweile ist es dunkel. Und ich habe auch keine Lust mehr, muss ich jetzt ganz ehrlich dazu mal sagen. Aber ich glaube, wir haben relativ viel geschafft. Armaturenbrett ist drin. Ich habe jetzt erstmal hier wieder die Dekorleiste rein, damit ich ein bisschen Gebläselüfter dort habe, weil die werde ich sowieso nicht verwenden. Da habe ich noch eine zweite. Ja, Mittelkonsole ist drin. Ja, Teppich ist schon drin. So, und das Wichtigste ist, wir haben schon die neue Rücksitzbank drin. Die sieht doch ganz cool aus. Die Seitenteile fehlen noch, aber es wird. Und ich finde, wir haben dort einen ganz guten Geschmack.
Das gleiche kommt nachher auch noch an die Türen. Türverkleidung, vorderen Sitze und der Dachhimmel kommt ja auch neu. Der kommt dann schön in schwarz, so ist es geplant. Schauen wir mal, wenn das alles nachher fertig ist. Aber das sieht doch schon mal sehr gut aus, würde ich sagen. Alles andere passiert dann morgen. So, bei dem Paket, wo wir hier das Armaturenbrett gekauft haben, haben wir ja auch den Airbag fürs Lenkrad neu bekommen. Und da waren auch noch Sicherheitsgurte drin für vorne. Und die haben wir jetzt auch mal erneuert, weil die ja schon, doch schon so in Mitleidenschaft gezogen sind. Da bauen wir jetzt hier die mitgelieferten Sicherheitsgurte mit dem Gurtstraffer ein. Dann sind die auch schon wieder neuer. Dann haben wir den auch wieder drin. Die laufen auch alle ein bisschen besser. Die sind zwar noch ein bisschen dreckig, muss ich noch mal sauber machen, aber die sind schon ein bisschen neuer als die, die wir da vorher drin hatten. Oder haben weniger Kilometer hinter sich als die, die wir vorher hatten. So, mittlerweile haben wir dann vorne die Sitze auch drin. Auch in beigem Leder. Hinten fehlt jetzt noch so ein bisschen die Mittelkonsole. Das müssen wir noch machen. Die Seiten werden jetzt hier noch gemacht, weil das ist ja auch noch alles abgeflattert. Unten die Tritte müssen noch erneuert werden. Das gleiche vorne halt auch. Hier, wo das Funkgerät drin ist, müssen wir uns noch einen Aschenbecher besorgen. Der soll da noch mit rein. Ach ja, und wir haben hier so die Dekorelemente schon mal mit Carbon überzogen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Macht so ein bisschen sportlicheren Touch als das Braun. Display haben wir auch drin, das jetzt wieder funktioniert. Ja, es wird, es wird. Schrittchen für Schrittchen geht es jetzt weiter, aber wie gesagt, es sind noch so ein paar Sachen. Es muss hier unten Unterbodenverkleidung oder da Armatur mit Untergrundverkleidung muss noch rein. Die Seitenverkleidung, die Tritte müssen noch. Ja, so ein bisschen ist das. Und das Wichtigste ist natürlich, der Himmel ist noch gar nicht wieder drin. Der kommt auch noch. Also es ist noch Arbeit. Und dann ist das ja auch erstmal innen nur fertig. Ja, ja, und Türverkleidung, die haben wir da auch noch liegen. Die sollen auch noch rein. Da kommen natürlich auch noch die Zierleisten, auch in Carbon. Da sind wir auch schon bei. Die haben wir schon beklebt. Ja, so weit sind wir jetzt aktuell. Ich denke, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Besser als vorher auf alle Fälle. Das denke ich jedenfalls. Siehst du, unser Hund macht auch Alarm. So, jetzt wollen wir doch noch die Türverkleidung zum Lederdoktor bringen und die oberen Bereiche, die hier dunkelbraun sind, die wollen wir in dunkelgrau passend zur Farbe des Armaturenbretts lackieren, damit das nachher vom Übergang her besser passt. So, alles eingepackt und jetzt geht's los zum Lederdoktor. So, wir waren unterwegs und haben unsere Türverkleidung wieder abgeholt. Die sind, glaube ich, ganz gut geworden vom Lackierer. Ich packe die jetzt erstmal eben aus und dann können wir uns die gleich mal kurz bei Tageslicht anschauen. Ich hoffe, dass es vom Ton her geht, weil wir heute recht viel Wind haben. Dann habe ich schon mal die erste zusammengebaut. Ich habe hier unten die Leiste wieder drin und oben dann die beklebte Originalleiste mit Carbon-Look. Und wir sehen jetzt hier, der obere Bereich ist schwarz lackiert. Das kann man hier, glaube ich, noch mal ganz gut erkennen. Da ist so der Unterschied. Hier ist das Originalbraun und da oben dann in Mercedes schwarz, damit das dann auch zum schwarzen beliederten Armaturenbrett passt, haben wir das dann noch mal lackieren lassen. So, jetzt fange ich mal an, die nächsten Türverkleidungen zusammenzubauen. So, die zweite ist jetzt auch fertig. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich muss auch sagen, das passt auch von dem Schwarz her super. Mal sehen, wie es nachher im eingebauten Zustand matcht mit dem Armaturenbrett. Aber es ist sehr gut geworden von der Verarbeitung. Also muss ich ganz ehrlich sein. Bin ich super mit zufrieden. So, unser W212S212 Projekt geht weiter. Ich möchte jetzt eigentlich gleich die Türpappen einbauen, die wir abgeholt haben. Ich habe die hier schon mal stehen. Aber bevor ich das mache, bin ich am Überlegen, die Türen umzubauen. Und zwar habe ich hier ja zwar getönte Scheiben drin, aber die sind nachträglich mit Folie getönt. Die sieht man da oben auch. Und die Tür ist hier zwar ganz in Ordnung,
Aber wenn wir auf die Beifahrerseite gehen, das Auto ist schon wieder richtig voll gekackt, da sehen wir hier unten, hat er schon so ein bisschen Feinkontakt gehabt. Und hier löst sich auch hier oben, die Folie ist nicht so toll geklebt. Ja, und hier unten fehlt also auch schon ein Stück. So, und jetzt haben wir ja den Vorteil, wir haben ja hier noch unseren Teileträger. Und der Teileträger hat ab Werk getönte Scheiben. Die sind halt doch ein bisschen hochwertiger. Und ja, wobei die eine Scheibe habe ich auch mal nachträglich getönt, die war kaputt. Aber ansonsten sind die Scheiben ab Werk getönt. Und wenn ich mir die Türen angucke, der hat zwar hier so leichte Beschädigungen, da bin ich am Überlegen, ob ich hier einfach nur die Fensterscheibe nachher tausche und die Tür lasse, weil die sieht wirklich tatsächlich auf der anderen Seite besser aus. Aber diese Tür hier ist auf alle Fälle hochwertiger. Und ich denke, ich werde jetzt erstmal hier diese Tür tauschen und dann drüben in das andere Auto einbauen. Und dann geht es weiter, Türverkleidung oder Türinnenverkleidung umzuschrauben. Der Umbau der Tür ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und zwar müssen wir hier erstmal den Stecker lösen. Dafür haben wir jetzt hier die Arretierung nach hinten gedrückt. So, und dann können wir den Stecker hier eigentlich komplett rausziehen. Und normalerweise ist da auch kein Kabel mehr. Wir sehen jetzt hier, an dem Auto ist da noch eine, ist da noch ein Kabel. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Da. Das liegt daran, weil wir hier Sitzkontakte verbaut haben. Und deswegen ist hier noch ein Kabel da. Das ist mal nachträglich gelegt worden, hat aber keine Funktion mehr. Kneifen wir einfach ab. Fertig, da kann auch nichts passieren. Seht ihr, da ist extra nochmal hier ein Loch gebohrt worden in den Stecker. Hat keine Funktion mehr. Und vor allen Dingen jetzt, wo es abgekniffen ist, hat es innen drin in der Tür auch keine Funktion mehr. So, das ist schon mal die Steckverbindung, die wir gelöst haben. Das ist das größte Problem. Und jetzt machen wir hier noch die Kappen ab von den beiden Schrauben. Hier oben ist eine Schraube und hier unten, da können wir hier die Gummikappen abmachen. Und dann bin ich der Meinung, müsste es eine 13er sein, genau. Und mit einer 13er Nuss werden wir jetzt die beiden Schrauben hier rausdrehen. So, jetzt habe ich bei unserem neuen Auto oder dem Auto, was wir jetzt wieder aufbauen, schon mal die alte Tür raus. Ich sage einfach nur, die beiden Schrauben lösen, die hier drin sind, und dann kann man die so nach oben abheben, also einmal an dem Türgriff anfassen, aufmachen leicht, und dann kann man die so nach oben hochheben, indem man hier anfasst, einmal hier anfasst und am Türgriff anfasst. Und die habe ich jetzt erstmal hier so beiseite gestellt. Und jetzt werde ich die andere Tür von drüben holen, die habe ich nämlich auch schon gelöst. So, hier ist der Stecker. Und die Schrauben sind raus, da sieht man es. Und hier oben, da sieht man es auch. Und jetzt packe ich die gleich da am Griff an und trage die darüber und setze sie da auch gleich rein. So, die Tür habe ich wieder drin, ganz einfach. Und ihr müsst eben nur darauf achten, hier unten ist eine Markierung, ich weiß nicht, da kann man die, glaube ich, sehen. Ich hoffe, ich habe das auf dem Video gezeigt. Und die Markierung muss natürlich hier unten in das Scharnier passen. Dieses hier. Dann klappt das auch. Und hier oben rutscht die nachher sowieso rein in den Vielzahn. Also das ist nicht das Problem. So, jetzt werde ich die andere alte Tür, die ich nicht mehr brauche, hier reinsetzen. Und die Schrauben wieder eben reindrehen und den Stecker draufsetzen. So, oben wieder fest, unten wieder fest, Stecker wieder drin. Die Tür haben wir dann soweit in Ordnung. So, jetzt kommt gleich hier noch die Türverkleidung ran. Und dann gucken wir mal. Jetzt werde ich drüben die auch noch mal eben die Schrauben wieder reindrehen, damit da nichts passieren kann. Und dann geht es hier gleich mit der Türverkleidung weiter. So, die Türverkleidung von der einen Seite habe ich schon mal drin. Und jetzt wollen wir mal eben gucken, wie das hier matcht mit der lackierten Oberfläche. Da wollen wir mal zumachen. Und guck mal, das sieht doch perfekt aus. 100%ig. So soll das sein. Gut, man hat hier natürlich einen anderen Farbübergang, aber das sieht so aus, als wenn das so muss. Besser, als wenn wir hier oben hellbraun hätten. Ja, und durch das schwarze Carbon wirkt das natürlich auch nochmal alles relativ freundlich und modern. Ja, so viel zum Thema Türverkleidung. Jetzt werde ich die drüben noch auf der anderen Seite einsetzen.
Dann haben wir das Thema auch schon erledigt. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht das im geschlossenen Zustand aus. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Schönes Match. Das Einzige, was man jetzt sieht, ist hier hinten natürlich noch die Seitenverkleidung. Diese hier, die müssen wir noch machen. Die sieht auch noch aus wie Sau hier. Aber naja, gut, es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Aber das sieht schon mal gut aus. Aber wie gesagt, jetzt mal erstmal auf dieser Seite hier weiter. So, Türverkleidung auf der Fahrerseite haben wir auch drin. Diese hier habe ich nur raufgesteckt, noch nicht festgeschraubt. Deswegen liegen die Schrauben da unten auch noch drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, ist auch egal, weil ich ja noch die Scheibe wechseln will. Da muss ich dann nochmal bei Gelegenheit bei. Ja, das soll es denn jetzt eigentlich auch so mit der Innenverkleidung oder Innenausstattung fast gewesen sein. Der Himmel kommt noch, wie ihr seht. Und ich habe auch schon da unten noch einen Heckwischermotor, der defekt ist, der da noch rein muss. Und ich habe auch noch einen Motor für die elektrische Heckklappe. Den habe ich aus dem anderen dort ausgebaut, weil diese hier ja defekt ist. Das funktioniert alles nicht mehr. Und der hat hier auch ein großes Loch. Da. Und den wir auch noch tauschen. Da müssen wir noch beigehen. Aber vorher werden wir wahrscheinlich uns dann erstmal noch um ein Problem kümmern, weil wir immer noch so ein bisschen Ölverlust haben. Der ist immer noch nicht ganz trocken. Und dafür habe ich hier eine neue Ölwanne gekauft. Ne? Kann man sehen, da ist sie. Die müssen wir noch tauschen. Das ist noch ein bisschen Arbeit, weil man da nicht so ohne weiteres die alte Ölwanne ausbauen kann. Da muss wahrscheinlich nochmal das Lenkgetriebe raus. Schauen wir mal. Ja, so soll es das erstmal für diesen Teil gewesen sein. Es geht auf alle Fälle weiter. Ich werde euch noch einiges zeigen. Das kommt dann im nächsten Teil. Also falls ihr den Kanal neu entdeckt habt und kein Video verpassen wollt, dann lasst doch ein Abo da und Glocke aktivieren. Dann werdet ihr so benachrichtigt, sobald das nächste Video online ist. Ja, solltet ihr den Kanal neu entdeckt haben und er hat euch gefallen hier das Video, lasst einfach einen Daumen hoch da, schreibt irgendwas in die Kommentare, alleine nur für den YouTube-Algorithmus. Das würde mich freuen, das ist Belohnung für mich. Ja, wir sehen uns im vierten Teil, nee, im fünften Teil, das ist ja schon der vierte Teil, im nächsten Teil vom Projekt W212 2023. Schönen Dank fürs Zuschauen, ganz liebe Grüße aus Oldenburg. Ja, und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Oh, das sieht schon wieder richtig gut aus. Ich muss sagen, das ist richtig toll geworden.